Hi Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Gibt es einen respektloseren Menschen als Donald Trump? Bitte nicht antworten in den Kommentaren, das war eine rhetorische Frage. Denn wie man es dreht und wendet, Trump ist rücksichtslos und dreist. Er ist wie ein frecher Schuljunge, der beleidigend wird, wann immer etwas nicht nach seiner Pfeife tanzt. Und er scheint zu glauben, dass die Welt sein Klassenzimmer ist. Und Merkel, die Streberin der Klasse, mag viel bessere Noten bekommen und auch zu mehr imstande sein, aber manchmal steht sie im Angesicht der knallharten Dreistigkeit von Trump ziemlich dumm da. Das hier sind ein paar Momente, in denen Trump Merkel ordentlich gekorbt hat. Nummer 3. In diesem Video spricht Trump über die deutsche Flüchtlingspolitik und sagt, dass er Merkel nicht mehr für eine großartige Anführerin hält. Aber seht selbst. What's happening in Germany? I always thought Merkel was like this great leader. What she's done in Germany is insane. It's insane. They're having all sorts of attacks. You mean letting in the refugees? Letting in that many people. What they should do is the countries should all get together, including the Gulf states, who have nothing but money. They should all get together and they should take a big swath of land in Syria and they should do a safe zone for people so that they could have a safe where they could live. And then ultimately go back to their country, go back to where they came. Auf der Nummer 2 ist ein Video von einer Pressekonferenz mit Merkel und Trump. Eine deutsche Reporterin fragt Trump über seine Einstellungen zum Handelsabkommen und warum er so Angst vor vielseitigen Berichterstattungen in den Medien habe. Trump geht daraufhin kurz auf seine Einstellung zum Handelsabkommen ein und beschuldigt schließlich die Reporterin, Fake News zu betreiben. But I am not an isolationist by any stretch of the imagination, so I don't know what newspaper you're reading, but I guess that would be another example of, as you say, Fake News. An Merkels Reaktion lässt sich unschwer erkennen, was sie von diesem Seitenhieb hält. Und auf der Nummer 1, der wohl bekannteste Diss von Trump an Merkel. Hier sehen wir Trump und Merkel im Weißen Haus bei einem Fototermin. Als die Reporter nach einem Handshake fragen, ignoriert Trump sie. Und selbst als Merkel diese Bitte im Sinne der Fotografen wiederholt, zeigt ihr Trump bloß die kalte Schulter. Send a good picture back to Germany, please. Make sure. Thank you. Handshake. Thank you. Handshake. Okay. Head out. Thank you, fellas. Fellas over here. Tja, verschiedener könnten zwei Staatsoberhäupter nicht sein. Ein Mann und eine Frau. Er beweist in so gut wie jeder Rede seinen Stumpfsinn, sie ist Doktorin der Physik, er ist rücksichtslos, knallhart und konsequent, sie ist bedacht, umsichtig und nachgiebig, er ist ein Showman, der sich selber viel zu ernst nimmt und sie eine zurückgezogene Frau im Dienst der Allgemeinheit. Sie ist die, die jeder lapidar Mutti nennt und er ist der, den niemand gerne seinen Vater nennen würde. Und doch sind sie zwei der mächtigsten Menschen unseres Planeten. Du kannst uns ja mal in den Kommentaren schreiben, was du von Trumps Verhalten hältst und vor allem auch, wie du Merkels Umgang mit ihm und seiner Ignoranz findest. Und lass uns auch gerne andere Vorschläge, Anregungen, Anmerkungen, Ideen in den Kommentaren da. Wir lesen alles, was ihr uns zu sagen habt. Und wenn ihr neu bei Wissenswert seid, dann abonniert und klickt auf die Glocke. Wissenswert ist ein Channel mit allen möglichen wissenswerten und interessanten Themen. Also bleibt hier am Ball. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out. Ach und zu guter Letzt, Leute, folgt uns bei Instagram @wissenswertyt wie YouTube.